Herzlich willkommen bei Feuerwehrwilli, das bin ich. Ich zeige euch heute den Kreuzknoten. Eigentlich ganz einfach. Kreuzknoten verbindet zwei gleich dicke Leinen. Also nicht bitte so einen Tampen mit so einer Leine verbinden, sondern zwei ungefähr gleich dicke Leinen, okay? Stellt euch vor, im Einsatzfall würde jetzt die Leine zu Ende sein. Ich komme jetzt zu euch, damit ihr es besser kennen könnt. Und ich muss jetzt diese beiden Leinen miteinander verbinden. Okay, ich komme zu euch. Ganz einfach. So fangen wir an. Und so gehen wir wieder zurück. Und es muss am Ende sowas entstehen. Seht ihr das? Das hält. Nochmal langsam. So, ihr seht jetzt, die Leine ist jetzt hinter der anderen. Das heißt, wenn wir jetzt zurückknoten, bleiben wir auch erstmal dahinter. Und ihr haltet das. Und das hält wie Bombe. Okay. Was ihr machen müsst, wenn ihr keine gleich dicke Leine mehr zur Verfügung habt und jetzt nur noch ein dickes Abschleppseil von mir ist. Abschleppseil, das hole ich. Und wie man die verbindet, Thema Schotenstich, zeige ich euch jetzt auch. Okay? Los geht's. Ja, jetzt haben wir's. Jetzt wollen wir die beiden verbinden. Streng dem Motto, Not kennt kein Gebot. Wenn das die einzige Leine ist, die wir noch haben, wird die verbunden und genutzt. Okay? So, wie machen wir das jetzt? Schotenstich. Ich komme mal zu euch. Schauen wir uns an. Schotenstich fängt hier an. Am besten, ich würde die dickere Leine nehmen und macht erstmal eine Öse. So. Jetzt kommt ihr in die Öse rein. Lauft einmal rum. Und schaut mal, wenn ich jetzt zurückgehen würde, hätte ich fast den Knoten wie vorhin, wie beim Kreuzknoten. Sieht sehr ähnlich aus, ne? Aber der Schotenstich ist anders leider. Und zwar gehen wir unter die andere dünne Leine zur Seite raus. So. So sieht er aus. Das ist der Schotenstich. Nochmal. Ich zeige das wirklich nochmal langsam. Also. Dicke Leine. Machen wir eine Öse. Wir kommen in die Öse rein. Gehen einmal rum und hier und dadurch wieder zurück. Wupp, fertig. Ne? Schön mit der farblichen Unterscheidung, könnt ihr gut erkennen. Man kann den auch auf Slip bauen, das heißt also mit wieder Öffnungslasche, Aufziehknoten sagt man auch dazu. Das ist dasselbe, nur wenn man mal ein bisschen länger hat. Ziehen wir ganz kurz ein bisschen nach. So. Dass man hier auch wieder zurückgeht und nur das Ende so ein bisschen einklemmt. Zip. Seht ihr, und jetzt könnte ich den Knoten öffnen, indem ich hier einfach die Lasche ziehe. Es gibt eine Variante, dass manche Leute auch einen Finger dazu benutzen. Das heißt, man kommt so, geht da rum und so. Ich zeige es mal von hinten, dass ihr besser aus, dass ihr meine Perspektive habt. Los geht's. Ich mache ihn nochmal auf. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Es wird schon langsam etwas dunkel. Das ist der Nachteil im Winter. Also, die dicke Leine. Nehme ich den Finger jetzt mal. Mache ich die Fingervariante wieder. So. Komm da durch. Werfe über den Finger. So, gehe zurück durch den Finger und ziehe zu. Oh, ist das einfach, wenn man es nur kann. Ne? Und mit dieser Öse, mit auf Slip, mit den Aufziehknoten, oder wie man es richtig nennt, geht man einfach zurück.
kann natürlich ein bisschen großzügiger bauen, aber nur vom Prinzip, dass ihr verstanden habt. Und das hält, je mehr man zieht, desto brutaler ist der Knoten. Super. An der Stelle nochmal der Hinweis, ich mache hier alles ohne Handschuhe. Mir ist wichtig, dass ihr wisst, natürlich tragt ihr bei sowas Handschuhe, Helm, also die komplette Schutzausrüstung. Ich mache das nur, damit ihr es besser kennt und die Handschuhe nicht die Arbeit verdecken, okay? Weiß ich, alles klar. Abonniert mich, ich freue mich über ein paar Kommentare. Ja, schön, wenn ich von euch höre. Euer Feuerwehrwilli, bis dann.